Grundners Kulinarium widmet Ihnen das steirische Gastgewerbe. Schönen guten Abend. Wir bleiben zwar in der Steiermark, machen aber trotzdem einen Ausflug nach Italien. Wie das geht, verraten wir Ihnen jetzt. Auf der Ostseite des Kreischbergs, hoch über St. Georgen, lädt Silvano Moro musikalisch in sein Ristorante. Hier mischen sich auf gelungene Weise ligurische Kultur mit toskanischer Harmonie und steirischer Urkraft. Der begnadete Koch italienischer Spezialitäten war als Musiker mit Fabrizio De André und Adriano Celentano unterwegs, ehe er 1984 hier am Kreischberg sein Lokal eröffnete. Eine seiner zahlreichen Pasta-Spezialitäten sind hausgemachte Ravioli. Der Teig ist Hartweizengrieß, ja. 0,0 Mehl, also ein glattes Mehl. Also 50%. Ja. Dann kommen Eier. Öl? Nein, kommt gar nicht. Kein Öl. In Ligurien, Piemont kommt kein Öl. Es kommt ein Weißwein, kommt. Das ist wichtig. Ein Schuss Weißwein, um die Flüssigkeitmenge zu regulieren, dass der Teig die Konsistenz richtig ist. Für den Teig die Eier etwas aufschlagen und einen Schuss Weißwein dazugeben. Dann den Hartweizen, das Mehl und die Eier in die Maschine füllen und zu einem festen Teig verkneten. Wenn man nicht solche Mengen wie Silvano produziert, geht das natürlich auch mit der Hand ohne Probleme. Dann sollte der Teig rasten. Für die Fülle hat Silvano Fleisch, in diesem Fall Wild, wie für ein Ragout in Rotwein geschmort und dann verschiert. Jetzt wird es mit Eiern, Parmesan und Majoran noch fein püriert und in die Fülltrommel der Ravioli-Maschine gegeben. Der Teig wird mehrmals durch die Nudelmaschine gepresst, bis man ganz dünne Bahnen erhält, die aufgerollt werden. Auf die untere Bahn kommt die Fülle, die obere Bahn kommt drüber und wird festgedrückt. Die Ravioli sind fertig. Mit der Hand geht's natürlich auch, nur langsamer und unregelmäßiger. Inzwischen bereitet Silvanos Frau Vita die Pilzsoße vor. Tiefgekühlte Steinpilze werden in Butter angeröstet, Rosmarin kommt natürlich dazu und vor allem auch frisch geschnittener Knoblauch. Zur Geschmacksverstärkung werden getrocknete Pilze hineingemahlen. Fehlt nur noch Parmesan, dann sollte alles etwas einreduzieren. Anschließend mit den kurzgekochten Ravioli vermengen und anrichten. Rezept und Gewinnfrage gibt's im Internet unter steiermark.orf.at. Die Pilze sind von Kreischberg und die hast du selber gesucht? Ich habe geerntet, weil ich weiß, wo sie wachsen. Und geerntet einfach. Ja, und wo erntest du dann den Wein? Den Wein ernte ich in Friaul, in Collio. Also Merlot passt hervorragend zum Pilz, zum Fleischgericht. Und den gibt's offen? Den gibt's offen, ja. Das ist offen. Ich probiere nur die Ballons. Ja, dann salute. Salute. Salute.